Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal. Ich laufe weiter. Wir wollten letztes Mal ein Topsy fangen, aber nicht auf Level 2. Da sind wir stehen geblieben. Wie viele Pokébälle habe ich eigentlich? Eins oder fünf? Ich tippe mal, es sind eigentlich fünf, obwohl da nur ein Pokéball stand. Fünf, sag ich doch. Finde ich gut. So. Vielleicht finden wir noch ein Topsy. Letztes Mal die Folge mit einem Hopsbrosch aufgehört, das Platscher gemacht hat. Es war so niedlich. Es war so putzig. Und ein Visor. Ja, das soll ich auffangen. Ein wildes Visor, Level 3. Ich werde es aber gleich wieder aus dem Team nehmen, selbst wenn ich es jetzt fange. Es wollten zwei Leute Visor sein. Der erste, der sich dafür gemeldet hat, war... Moment, ich kann das, ich finde das, ich finde das nicht. Vielleicht auf der Vorderseite irgendwo. Warte mal, warte. Doch. Doch, okay. Pokéball, los! Fang es! Mach es fertig! Schließ es ein! Warum ist der Pokéball eigentlich pink? Egal. Dem! Dem! Alter! Ist nicht euer Ernst! Was bist du denn für ein doofes Visor? Du brauchst jetzt nicht ernsthaft fünf Pokéball für, oder? Doch. Bleib drin! Bleib drin! Bleib drin! Fein! Jetzt ist das der Pokéball kack bekommen und ich weiß, warum ich Visors nicht mag. Für Visor wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn es Wache hat, warnt es seine Artgenossen, indem es schreit und mit dem Schwanz auf den Boden schlägt. Möchtest du Visor einen Spitznamen geben? Ja! So, passt das da rein? Schauspielstar. Ich glaube nicht. Schauspiel. Kann ich nicht doppelt, dreifach S nennen? Hier so. S und dann nochmal S für Star. Wo ist denn er? Wo ist denn noch da? Du weißt, dass du gemeint bist, ja? Finde ich gut. Ende. So, wir haben ein Visor. Eine Blume. Eine Blume? Hier. Ein Baum. Ja, das ist ein Baum. Ich meine, guck dir das an. Ich bin größer als die ganzen Bäume hier. Guck mal, meine Frisur ist spitzer als der Baum. Mein Gott, du bist spitz. Ich bin spitz. Oh Gott. Warum darf er neben mir sitzen? Warum hast du echt deinen Fuß auf meinen Beinen? Was unmöglich ist. Ach so. Jo, heil mal meine Pokémon. Vorspultaste sei geheiligt. So. Der ist PC. Ja. 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 Ablegen. Ablegen. So. Und zurück. Ja. Fein. So, gehen wir weiter. Kaufen uns ein paar Pokébälle. Können wir uns jetzt endlich Pokébälle kaufen? Hast du jetzt Pokébälle im Angebot? Danke! Und dann kaufen wir uns mal 10 Stück. Jo. Hier bitte, danke schön. So. Jo, jo, tschüss. Gut. Weiter geht's. Okay, hier durch. Und... kann man... Nein, da kann man nicht hoch. Ich muss das aus dem Raum machen. Hier durch und da durch und da, 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 da. Bist du ein Trainer? Nein, du warst kein Trainer. Du warst ein Trainer. Ich habe verloren. Ich versuche, mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Okay, ein Kampf. Ich gucke nebenbei nochmal nach Pokémon. Ach, Candy wollte auch hier sein, genau. Das kann man nicht hier fangen. Wir sollten das vielleicht abhacken, oder? Ja, tut mir einen Gefallen, packen wir das zweite von oben ab. So. Wir kämpfen gegen einen Ratzfratz. Ich sagte abhaken und nicht durchstreichen. Schon das gleiche raus. Nee, ich will das später noch lesen können, danke. Irgendwann sieht's ja. Ja, ich lass auch. Los, Rasierblatt! Und. Oh, es ist tot. Volltreffer. Ratzfratz wurde besiegt. Necros LP hält 48 Erfahrungspunkte. Teenager Julian wurde besiegt. Ah, wieder verloren. Mist. Das erhält ganz viel Geld. Und kriegt deine Telefonnummer. Benötige ich noch mehr Pokémon, um noch besser zu kämpfen? Nein, ich behalte dies, egal was passiert. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich kämpfen möchte. Ich bin auch ein Anfänger, also wäre ich ein guter Motivator. Das ist Sprecher Julians Nummer. Ich rufe dich an, wenn ich unbedingt kämpfen möchte. Okay. Und du möchtest auch kämpfen, ne? Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Ich finde das voll lustig.
Da steht so einer Tage lang in der Gegend rum, du kommst vorbei und er will unbedingt kämpfen. Und hat keine Hobbys. Ja, ne? Teenager Burkhardt schickt Taubsi in den Kampf. Ja, ein Taubsi möchte ich auch haben. Es ist Level 2. Ohne Scheiß, hast du es gefangen zum Pokémon Center geschleppt und sofort benutzt oder was ist los? Ich meine, das Ding hat noch nicht mal Windattacken, ja? Guck mal, selbst ich kann Rasierblatt. Guck mal, selbst ich kann schon eine typspezifische Attacke. Lass mich raten. Ein Ratzratz. Ach ja, wunderschön. Ja, wackel mit dem Arsch, kleines Ding. Ich bin gespannt, ob wir ein oder zwei Shinies finden werden in diesem Run, aber ich glaube kaum. Ich hatte noch nie das Shiny-Glück. Das einzige Shiny-Pokémon, also Gyarados werden wir auf jeden Fall finden, das ist her. Aber das einzige, das ich mal hatte, war... Was war denn das nochmal? Raupi, glaube ich. Goldenes Raupi. Voll niedlich. Dann Gyarados ist das Rote. Mhm. Ich hoffe, es reicht, aber wir sehen. Dann kann man das eigentlich einmal, wenn man... Kann das immer fangen oder nur in Form dieses Ende ein? Nein, Shinies gibt es in jeder Edition ab Gold, Silber, Crystal. Ich meine, in der Edition kann man das immer fangen oder? Ja, wenn du Glück hast, taucht es nochmal Shiny auf. Ja, achso, Shinies taucht immer mal wieder auf. Shiny. Ich glaube, es ist einfacher, ein Shiny zu fangen, als den Pokorus zu kriegen. Wobei der Pokorus einfach total geil ist. Und ich hatte ihn. Ich habe ihn mal. Ich kenne einfach mal so ein Monster. Ich so, oh mein Gott, was ist das? Warum geht das nicht weg? Was ist das? Wird so angeguckt. Alter, du hast den Pokorus, danach sucht ein Kumpel von mir seit Jahren und du kriegst ihn einfach so. Freu dich doch einfach. Ist das was Schlechtes? Nein! Was ist ein Pokorus? Pokorus ist ein Virus, der deine Pokémon schneller und besser leveln lässt. So macht man EV-Training effizienter. So, ein Raupi. Welchen denn? Conny. Ach so. Mann, lies mal Conny. Wie wär's, wenn du mal Black Butler liest, damit wir die zurückgeben können? Ich habe einen Raupi gefangen. Für Raupi wird ein neuer Teil im Pokédex angelegt. Ich liebe Raupis. Es sucht im Lauf Schutz und tarnt sich mit Blättern, die der Farbe seines Körpers entsprechen. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Ja! So, K, Klein, Ken. So steht Raupi drauf. Ken. Ja, aber. Kenny. Kenneth. Kenny. Ich habe nur Kenny hingeschrieben. Schreibt mal Kenneth jetzt mit H hinten. Ich hoffe ja. Ich weiß, dass es so heißt. Ende. Du Trainer, du nicht Trainer, oder? Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Nee, du siehst mir in die Augen. Ich bekämpfe dich. Wenn du mir nicht in die Augen siehst, ist alles in Ordnung. Anstatt eines Käfer-Pokémons traf ich auf einen Trainer. Ja, wenn du nur rumstehst, kommen Pokémon auch nicht angerannt. Käfersammler Uli möchte kämpfen. Ich wusste nicht, dass mein Onkel Käfer sammelt. Ah, okay. Raupi wird in den Kampf geschickt. Hallo, kleines Raupi. Ja, bist du klein? Ja, bist du niedlich? Ja, piepi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 p
ein Raupi. Und an dem Pokéball da oben, unter dem R von Raupi, sehen wir, dass wir es schon gefangen haben. Dann muss ich mir nicht merken, dass wir es schon, was für ein Pokémon ich noch brauche und was nicht. Wenn ich alle fangen wollen würde. Aber ich möchte nicht. Ich möchte nur die fangen, die ihr sein wollt. Jo. Das ist ja auch genug mehr zu tun. Mhm. Ich schlug fehl. Oh nein. Los, tackle. Oh, Raupi wurde besiegt. Ich erhalte Erfahrungspunkte. Finde ich gut. So, möchtest du kämpfen, Nena? Dunkelhöhle. Wenn der Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Finde ich gut. Bitte. Das ist für eine Trank. Achso, schade. Speziell nicht. Nee, ist es nicht. So. Ein Obstbaum. Hey, das ist eine Bitterbeere. Jo, Bitterbeere. Und du möchtest... heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Ach, du petzt gut. Du möchtest aber meine Nummer, richtig? Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Ja, du möchtest meine Nummer nach dem Kampf. Ich weiß. Ich weiß. Käfersammler Greg möchte kämpfen. Käfersammler Greg schickt Raupi in den Kampf. Warum immer die kleinen Raupis? Was können denn die kleinen Raupis dafür? Was können denn die kleinen Raupis dafür? Die wollen doch auch nur leben. Das muss ich alle töten. Ihr seid doch alle doof. Schatz, Herr Rutsch. Er ärgert mich. Was passiert? Oh, Raupis sind so niedlich. Ich liebe Raupis. Sind so niedlich und so strawickelmäßig. Und was hat mir... Und okay, lassen wir das. Ups. Nee, ich möchte nicht. Ja. Deinem Viech ja nicht gegeben. Wie meinem Vieh? Meinem, Legos. Wie, was habe ich ihm gegeben? Was soll ich ihm gegeben haben? Du hast ihm doch deswegen kein Item gegeben. Ach, das hat noch eine Beere von ganz am Anfang an. Necros CP reicht Level 11. Gut, Käfersammler Greg setzt Hornio ein. Ja, das kann ich schon besser verkraften. Obwohl ich eins in meinem Ordner kleben habe, weil ich mir eins gemalt habe. Ich möchte keine Käfer töten, so niedlich. Was sieht denn bitte nach Hornlio aus? Leute, kennt ihr ein Hornlio-Kuscheltier? Ich auch nicht, leider. Und Raupi auch nicht. Ich hatte mal eine riesige Plüschraupe. Dann wurde sie verkauft. Dann war ich traurig. Aber ich habe eh zu viele Kuscheltiere. Ich meine, ich habe da einen Yoshi sitzen und einen Spyro. Und Pinky, die Minikuh und Hello Kitties. Ganz viele. Und oh Gott. Und Fichi ist drüben. So, Käfersammler Greg wurde besiegt. Aber. So. Fein. Und Telefonnummer. Ey, du bist cool, das mache ich. Ich suche hier täglich nach Pokémon. Im Gras finde ich alle Arten von Bären. Wenn du möchtest, teile ich mit dir. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ja! Ich habe Gregs Nummer, obwohl du ja wie ein Weibchen aussiehst mit kurzen Haaren. Sag mal, irgendwie siehst du... Ich muss das Ding jetzt mal analysieren. Schatz, komm mal her. Guck mal. So ein fetter Kopf, so ein kleiner Körper, das sieht aus, als würde ein Bein nach hinten schmeißen und das andere nach vorne, oder? Voll krass. Für eine Pokéball. Finde ich gut. Und wie siehst du von vorne aus? Ach, schon besser. Danke. Das sah gerade so pervers aus. Ach, verdammt, ich muss hier durch. Oh, jetzt springe ich da rein und... Oh. Ein Taubsi. Ein wildes Taubsi. Level 4. Männlich. Na gut. Dann einmal Tackle, bitte. Oh cool, du überlebst zwei Tackle. Finde ich gut. Dann kann ich die besser fangen. Nochmal Tackle, bitte. Na, du sollst nicht deine Beere benutzen. Na, egal. Los, Tackle. Du sollst nicht daneben gehen. Du willst unbedingt, dass ich überziehe, nicht wahr? Komm, Tackle. Nein, du sollst es nicht tun. Das ist nicht dein Ernst. Ja, wunderschön. Die Welt möchte mir kein Taubsi gönnen.
Sehr toll. Ich hab die Welt auch lieb. Ein Knopfhänser. Es sieht so knallig grün aus. Dann bekämpfen wir es einfach mal. Training schadet nicht. Wollte irgendwer Knopfhänser sein? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nicht mehr noch habe ich die Chance zu fangen. Ich glaube nicht. Nein. Okay. Kein Knopfhänser. Und Tackle. Fein. Gegner-Knopfhänser wurde besiegt. Necros LP erhält 60 Erfahrungspunkte. Gut. Dann würde ich sagen, rennst du mir in den Weg. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Pike anzutreten. Es ist der Arena-Leiter von Nyola's Deep Lab. Gut, bevor wir da durchgehen, würde ich sagen, wir beenden die Folge. Wir haben schon wieder überzogen. Ich kann das einfach nicht richtig. Mehr egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.